Guten Morgen. Ja, der Lars ist auch mal wieder am Start. Und muss sagen, der hat gerade die Büchs voll, denn das, was ich jetzt mache, kostet mich ganz viel Mut. Keine Sorge, es wird kein Drama-Video, ne? Aber der Stand der Dinge ist, dass ich jetzt schon eine Weile nicht mehr im Garten sein kann. Das möchte ich euch ein bisschen mitteilen, auch um mich selber frei zu schwimmen. Mir gehen ein paar Sachen so richtig auf den Keks. Und das hat aber hier nichts mit dem Verein zu tun oder so. Das sind ganz private Dinge und auch ja, viele Dinge, glaube ich, die uns alle betreffen. Hab euch ja zuletzt auch gesagt, dass ja, ich vorhab, hier nochmal einen schönen Gartenrundgang zu machen, überall nochmal näher reinzugehen. Da habe ich mir was auferlegt, das hat mir nicht gefallen, das hat mich nicht losgelassen. Und ja, jetzt kam es nicht dazu, ne? Nicht ohne Grund, sollte nicht sein. Dem Garten fehlt ganz viel Liebe. Tatsächlich Erntezeitpunkte verpasst, Aussaatzeitpunkte verpasst. Viele Sachen, die vergammelt sind, alles was stehen und liegen gelassen wurde, wurde der Witterung ausgesetzt und dementsprechend sieht es hier aus. Ich möchte einfach mal auch die andere Seite der Medaille zeigen, wenn man dann halt auch mal nicht irgendwie im Garten sein kann und sich um den Garten kümmert. Das hat Vor- und Nachteile, die Natur findet immer ihren Weg. Aber es ist tatsächlich so, dass es erntemäßig so viel Einbußen gab, dass es mich das belastet. Und das möchte ich jetzt hier mal raus irgendwie. Ja, also ich sehe genug Stellen, wo irgendwie was gemacht werden könnte. Aber ich habe gar keine Grundlage, um gerade hier zu sein. Und ich kümmere mich darum, dass ich da hinkomme. Deswegen bin ich viel im Wald. Da entstehen tatsächlich mal Videos. Oder auf meinem anderen Kanal, Lars Christian. Und ja, das sind ja Dinge, die mir gut tun. Da arbeite ich mich dann raus, gerade so weit. Gleich geht es noch in den Wald. Gleich werden wir schön im Wald gehen, nach Pilzen suchen. Vor allem diese gute Luft ausnutzen, die voller Feuchtigkeit ist. Das tut dem Körper richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, aber hier geht das noch nicht. Hier habe ich einfach keine Energie. Mich kotzt das sowieso an, wie alles so läuft auf YouTube, ehrlich gesagt, mittlerweile. Eigentlich schon länger. Ich bin hier trotzdem geblieben auf der Plattform und mache mein Ding, versuche irgendwie meinen Weg zu finden, aber es wird auch echt immer schwieriger, vor allen Dingen. Nee, so ist es nicht. Nee, es wird leichter. Es wird beides. Bietet mir auf jeden Fall die Möglichkeit, mich weiter selber zu finden und meinen Weg zu gehen. Und den Weg, den ich jetzt gehe, der ist dieser Garten. Ich möchte einfach unverblümt zeigen, was hier ist. Und ja, das mache ich jetzt. Dann nehme ich euch mal mit rein. Stativ steht vor der Tür. Wo ist er denn? Da ist er. So, wir gucken einfach mal. Ich möchte euch den Garten zeigen, unverschönt. Ich habe gerade zuletzt vor dem Wochenende jede Menge Sachen geerntet. Die sind aber nicht mehr bei mir. Somit habe ich davon gerade überhaupt nichts mehr. Aber wer weiß, ob sich da noch was ergibt. Ich weiß es nicht. Ja, ich zeige euch den Garten. Heute nicht so fröhlich wie sonst, auch mal zwischendurch. Aber es, ja, wie gesagt, ich brauche eine Menge Mut gerade für die ganze Sache. Das hat nie aufgehört, auch euch jetzt alles zu zeigen, wie es ist. Generell stehe ich ja zu meinen Dingen, aber da steckt ja jetzt was hinter. Ich habe mich nicht um die Ernte kümmern können. Ich habe viel verpasst. Ich mag das Mangelgefühl nicht. Ich möchte ins Haben kommen und da geht das durch die Angst. Und die durch die Angst bedeutet für mich das hier, was ich jetzt gerade mache. Weil erst danach kann es für mich besser laufen, wenn ich mich dem stelle. Und ich stelle mich dem jetzt hier auf YouTube. Ne? Sind ja ein paar Leute, die zugucken. Mal gucken, wie das läuft. Und ja, ich zeige euch alles. Alles, könnt alles sehen. Alles. Da ist der Mais. Der Mais ist wirklich sehr gut gelaufen dieses Jahr. Aber leider Erntezeitpunkt verpasst. Überreif. Wenn er überreif ist, kommt ja, die Stärke zum Vorschein und schmeckt der ganze Kram nicht mehr. Zum Gewinn von Saatgut super. Bisher habe ich erst 2 Exemplare mitgekriegt, die was wurden. Die habe ich dann aber nicht gegessen. Somit Maisernte. Jo. Guten Tag. Maisernte ist somit futsch. Jo. Vielleicht lasse ich noch mal ein Exemplar finden. Ein paar hängen noch dran. Ich wollte auch nicht alle wegnehmen. Gibt ja auch noch den Flo.
der was haben soll, aber ich glaube, da sind wir jetzt so langsam drüber. Vielen lieben Dank für den Tipp mit dem Barthahn. Ich habe mir ein Glas voll gemacht. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Das war eine Ernte dabei, die mir hat richtig gute Eigenschaften. Nennt sich Maisbart, ja. Maisbart. Richtig gute Eigenschaften. Geht mal googeln. Oh. Und ein bisschen mehr. Nicht gleich den ersten Beitrag. Ein paar mehr angucken. Da gibt es echt tolle Informationen zu. Ich muss noch ein bisschen wühlen und graben. Und ansonsten guckt ihr mal unter mein letztes Gartenvideo. Die letzte Folge. Dazwischen gab es ja einmal das Andersgarten-Brettspiel, was ich fördern wollte. Das ist eine Zuseherin hier, die mich schon sehr lange begleitet. Oder ich denke mal, da stecken noch ein paar mehr Menschen hinter. Und das wollte ich einfach fördern. Ne? Ich mache hier auf meinem Kanal keine Werbung, ich schalte keine Werbung, ich verdiene hier keinen Cent und das nehme ich mir raus, weil ich das gut finde. Und das ist eine gute Sache. Bitte schaut euch nochmal das letzte Video an. Ich finde, dieses Brettspiel sollte irgendwie in jedes Kinderzimmer, in jede Truhe der Erwachsenen der Gesellschaft spielen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So ein bisschen gute Laune kriege ich hier, aber es ist echt schwer. Das ist so zwei Seiten in mir gerade. Ich springe im Thema und ich mache einfach mal weiter. Richtig schön. Gibt es auf jeden Fall hier noch Bohnen. Aber ich weiß nicht, wie weit die drüber sehen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Ich habe da auch schon geerntet. Die Kürbisse sind da auch schon rausgenommen. Habe ich ja letztes Mal gezeigt. Da liegt noch einer. Sind auch schon alle verplant. Wobei man sagen muss, eine Sache hier. Uns wurde Ernte geklaut. Und zwar ordentlich. Viele, viele Tomaten, die reif waren, die ich abholen wollte, waren weg. Weg. Alles geklaut. Und ich bin nicht der Einzige hier bei uns im Schrebergartenverein. Das scheint wohl jetzt so. Ja, wieder Mode zu werden, sag ich mal. Falls derjenige gerade zusieht, du kannst auch einfach fragen. Ich versuche dir weiterzuhelfen, wenn dir Essen fehlt. Aber das ist nicht in Ordnung. Ich verkrafte das. Ja, ich habe schon verkraftet, auf gewisse Art und Weise verarbeitet. Aber für dich wird das Leben dann noch was bereithalten, damit du an der Aufgabe lernst, dass das nicht okay ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir haben überall Braunfäule an den Tomaten. Tomaten fallen alle aus. Ich konnte mich nicht kümmern. Was schön aussieht, ist die Lemon Queen. Ja, an die Tomaten gehen wir gleich noch ran. Hier die Geschichte. Ja, was mir richtig schwer fällt, ist auch noch der Druck der Saatgutgewinnung. Saatgutgewinnung passiert gerade gar nicht mehr. Ist auch die Zeit der Saatgutgewinnung. Ich sage aber auch, es ist nie zu spät. Von daher, ja, geht noch einiges. Zucchini, paar Tomaten, da geht noch was. Aber dafür muss ich hier reinfinden und die Energie auch wieder aufbringen können. Ich kann gerade irgendwie nicht hier sein, so richtig. Das fällt mir wirklich schwer. Okay, ich zeige euch weiter, was hier los ist. Also ich finde, der Garten an sich sieht schön aus. Ich gucke jetzt durch das Auge des Selbstversorgers, das, was ich sonst nicht so zulasse und wo ich drüber stehe, in vielerlei Hinsicht. Ich habe mal schwache Momente und schwache Phasen, wie gerade, dann ist das auch mal so. Aber im Großen und Ganzen findet die Natur ihren Weg und sieht doch toll aus. Wir haben immerhin hier nochmal ein Exemplar an Physalis, was wir später im Jahr entdecken dürfen. Wow, da ist sogar noch eine Blüte dran. Aber das wird nicht mehr reif werden. Die wird irgendwann gekappt, wenn ich es dann schaffe. Blumentöpfe verfrachtet und überwintert. Da hinten steht auch noch mal eine. Also hier ist alles voll mit allen möglichen Sachen. Ich könnte darauf eingehen, ich würde es euch nur zeigen. Rosenkohl wird auch ordentlich geerntet, ist aber bei der Ernte dabei gewesen, die woanders gelandet ist. Somit habe ich das auch nicht mehr zur Verfügung. Das sind halt so private Sachen, die möchte ich hier jetzt nicht auseinanderpflücken. Kompliziert alles. Ja. Apfelernte verpasst, gammlige Äpfel, nichts verwerten können. Ganz ein paar Äpfel eingesammelt. Ich versuche auch gleich noch mal ein paar zu finden, die so schön sind. Ja, aber Apfelsaft nicht, Apfelmus nicht, nichts für die Lagerung im Winter. Es fällt alles weg. Das war für mich persönlich super, super wichtig, überlebenswichtig, dass ich da viel zusammensammle. Aber ich versuche im Vertrauen zu bleiben und ja, es wird für mich gesorgt sein auf irgendeine Art und Weise. Ich gebe das Vertrauen ab ans Universum und ja, läuft schon irgendwie. Ja, verpasste Ernten. Achso, eine Sache, die haue ich jetzt auch gleich mit rein. Super wichtig. Ich werde meine Frequenz runterschrauben, was das Veröffentlichen von Videos angeht und auch die Präsenz unter den Videos. Es tut mir auch von Herzen leid, dass ich das nicht schaffe. Meine Umstände sind aber so, dass ich kein fließendes Internet mehr habe und ich denke, das wird auch zeitnah komplett abgestellt. Somit ist der Aufwand, Videos
so veröffentlicht, viel, viel größer als er je war. Und ich merke, dafür muss ich viel mehr an dem Handy hängen und so weiter. Und noch ist das gerade so noch schlechter als ISDN-Geschwindigkeit. Also ich muss echt richtig lange Seiten laden und ich kann auch nicht alles aufrufen. Teil des Internets kann ich besuchen, aber der Rest, also Videos gucken, Musik hören, alles, das geht nicht mehr. Habe auch gemerkt, das ist gut für mich. Dennoch dieser Umstand, dass ich halt Kanäle betreibe, YouTube-Videos hochlade und ja, da dementsprechend auch noch was für tun soll, dass es dazu kommt. Ja, ist das sehr belastend geworden durch den Mehraufwand, am Handy zu hängen, dieses Laden und ständig das Handy wieder anzumachen, damit es weiterlädt und so. Das ist echt, also ich komme mir echt zurückgeschmissen vor. Aber ich finde es okay, ich nehme es an. Das tut mir auf gewisse Art und Weise gut, aber den Teil der Frequenz dessen, wie ich sonst Videos hochgeladen habe, das schaffe ich nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ja, Internet wird nichts mehr. Ich muss mich entscheiden, Strom oder fließend Internet ohne Strom. Und das ist so meine Welt. Hab ja nicht ohne Grund diesen Garten gewählt und auch diesen Weg. Klar, anfangs hat sich das so ein bisschen anders dargestellt, aber dass der Weg hier hingeht in Richtung Selbstversorgung, das war von vornherein ja, so vorherbestimmt irgendwie. Weil ich ganz klar den Weg der Unabhängigkeit suche und mich möglichst viel selber versorgen möchte. Daher auch die Sache mit dem Wald. Pilze sammeln, Kräuter habe ich dieses Jahr schon ohne Ende. Ich werde gerade beobachtet. Hallo, du schönes Tier. Oh. Ja, auf jeden Fall Pilze und das hatte ich auch noch nicht. Ich versuch gerade cool zu bleiben. Oh, ja, ihr könnt ja gleich mal im Hintergrund gucken. Ich will euch noch mehr zeigen, dann fällt das nicht auf, das Tier. Sonst verscheuche ich das, ne? Könnt ihr es sehen? Hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Ecken, die voll sind. Sie will auch los. Oben auf der Geigenstange. Sehr schön. Das war ein kleines Geschenk. Ich soll mal weitermachen in Sachen Natur. Und die Taube ist ja auch symbolisch, ne? Wer weiß da draußen mehr? Ja, Ernte verpasst, alles weg. Hier sieht man auch nichts getan, nicht gesenzt, gar nichts. Ich habe auch vorne den Weg nicht geschafft. Dafür sieht der Kohl, den wir neu eingepflanzt haben, richtig gut aus. Ob der es aber noch schafft, ist eine andere Frage. Dann haben wir ein bisschen Blumenkohl und so. Ja, und bei den Tomaten sieht es echt übel aus, ne? Also das ist eine Geschichte. Da muss ich aber einen anderen Weg gehen. Obwohl, vielleicht sieht man das dann doch von hier. Also hier ist überall Ernte, nichts gemacht. Oh, da wächst Phacelia, sehe ich gerade. Unten die Gründüngung quasi. Da schimmlige gelbe Tomate in der Mitte, Braunfäule dran. Ich muss da nicht rangehen, ist traurig genug. Dennoch geht es ja immer um Leben und Tod im Leben. Und ja, das ist das, was dazugehört. Das ist der Kreislauf des Lebens. Das kann man nicht beeinflussen. Das Leben hat ja immer andere Sachen vor, als man Pläne hat. Und daher, so, ich habe euch irgendwie schon fast alles gezeigt, weil im Grunde genommen, ich will nirgendwo rangehen, so richtig, außer hier vielleicht da, Tomaten, so sehen sie aus. Ne, wenn man sich nicht gekümmert wird, alles braunvoll, die Ernte fällt aus. Außer vielleicht halt noch Saatgutgewinnung für weitere Tomaten. Übrigens, der Punkt, der mir mal aufgefallen ist bei Tomaten mit der Braunfäule, man soll von Braunfäule-Tomaten kein Saatgut sammeln. Das hat sich bei mir in der Praxis definitiv widerlegt. Das läuft anders. Verdammt, hier kriege ich richtig nasse Füße, wenn ich da durchgehe. Na egal, ich mache das jetzt. So. Oh, Entschuldigung. Habe ich ganz vergessen, die liebe Taube. Ja, hier hängen überall Tomaten. Ich komme nicht hinterher. Also, privater Ausfall. Habe, ich sag mal, meine Energie wohin gegeben, wo ich es lohnenswert fand. Und dafür habe ich das alles zurückgestellt. Das ist das Ergebnis. Ich lebe damit. Das ist meine Verantwortung. Und beiß mich jetzt hier durch. Ja, meine Verantwortung. Und es ist gerade, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ne? Man weiß vorher nicht, was im Leben passiert. Und das hat mich vereinnahmt. Ich habe es nicht besser hingekriegt. So. Wir haben sogar Chilis, ganz toll. Die nochmal rot werden, vielleicht irgendwo mal lagern oder so, habe ich keine Erfahrung bisher. So, wir gehen nochmal weiter, wir haben ja noch ein bisschen mehr. Hier die Kürbisse, 2 Stück, sind alle soweit reserviert. Die gehen raus, wird auch was eingemacht.
Ja, da steht sie noch, die ganze Ernte. Eigentlich so verlassen, wie ich es hingelegt habe und überhaupt nicht mehr kümmern kann. Die Banane hat sich jetzt mal ein bisschen erholt, aber da liegt noch die Ernte. Alle Tomaten kaputt, matschig, angefressen, alles weg, die Ernte. Und es fing tatsächlich da an, wo hier geklaut wurde, wo die Dinge aus dem Garten genommen wurden, ne, die abgeholt werden sollten, quasi. Für die Ernte, zum Einmachen, was weiß ich. Ja. Fängt ein bisschen an zu regnen. Ja, ich gehe mal weiter hier. Kann ich auch nochmal zeigen. Wir haben auch ein bisschen was ausgesät, was wir geschafft haben. Radieschen und Feldsalat, solche Sachen. Und dann wollen wir mal hin. Ja. Hier sieht es noch einigermaßen gut aus. Ja. Die Pflanze ist immer noch ein Rätsel. Keiner konnte mir sagen, was das ist. Alle Vorschläge haben sich nicht bestätigt. Also, wenn es das jemand sieht und meint, das ist das, habe ich doch geschrieben. Sorry, da habt ihr euch geirrt. Das ist keine Ringelblume. Wow. Oh, hier sind ja schöne Äpfel. Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht umfall. Da. Aber hier, guck mal, wo habe ich sie denn gesehen? Irgendwo war es voll rotes. Ja. Steht hier noch alles wie verlassen. Ja, also beim Apfelbaum, das ist immer wichtig, an solchen Dingern beizugehen und die abzukloppen. Weil sonst steckt es die anderen Äpfel an. Hier sieht es so aus. Haben wir noch Radieschen, ne? Oder was hatten wir hier? Habe ich ganz vergessen. Sieht ganz nach Radieschen aus. Dann hat hier so Feldsalat, aber ist alles voll Portulak-Salat. Also die Natur findet ihren Weg. Salat werde ich auf jeden Fall haben. Ja, hier noch. Ach, ich komme nicht auf die Namen gerade. Hab gerade einen Triggerer gekriegt. Ja. Hier ist ein Tier. Hier auch. Ernte, Ernte, Ernte. Alles vergammelt. Da quasi mitten im Gartenbetrieb aufgehört. Und ich habe hier vorne, deswegen gehe ich so langsam hin, was knabbern hören. Ich weiß nicht, was das war. Das war hier vorne, hat aber aufgehört. Der wird, vielleicht ist da eine Wühlmaus oder so. Ah, ich habe was gehört. Naja. Oh, was ist denn heute los? Ich habe sogar an Aufgabe gedacht. So down war ich. Aber ich räume gerade auf in meinem Leben. Von daher werde ich hier wieder hinfinden. Und mich entfalten. Auch die Weide hier, die ganzen Tomaten, hier hingen reife Tomaten, alles weggeklaut. Ein Teil haben wir geerntet, danach gab es noch reife, die wurden weggeklaut. Ja, da die ganzen, oh je, die Zwiebeln. Naja, die Zwiebeln, die sehen ja noch ganz gut aus. Da, und eine Chance für Zucchini gibt es auch. Jo, so sieht's hier aus. Ich brauche gar nicht weiter durchgehen. Ich denke, ihr habt alles gesehen. Und ich hole mal mein Stativ wieder ab und dann verschwinde ich im Wald. Zum Ende nochmal gesagt, ich glaube, das ich würde euch so gerne antworten unter den Videos. Ich habe keine Ressourcen derzeit. Bitte verzeiht mir das. Ich lese alle eure Kommentare und die ich nicht lese, ja, ich habe es nicht geschafft. Wenn ihr kein Herz bekommt, habe ich es nicht gelesen. Das Herz bedeutet, ich habe euch aufmerksam zugehört. Ich habe das gelesen, was ihr mir geschrieben habt, als würde ich vor euch sitzen. Also ich gebe mir da wirklich Mühe, dass mich nichts ablenkt, dass ich da voll fokussiert bin und auf euch, ja, und mich auf euch einlasse bei dem, was ihr schreibt. Und das mache ich, seitdem ich das mache, so. Und da, wo ich kein Herz gegeben habe, da habe ich es nicht geschafft, es durchzulesen. So nimmt mich das Leben privat in Beschlag. Am liebsten würde ich das anders machen, aber Tippen und so, Lars gibt es nur einmal, ein einziges Mal. Und ich kann mich halt nicht so oft zerteilen. Ich habe gemerkt, dass die Kommentare unter meinen Videos
weniger werden. Woran das liegt, kann ich nicht wissen. Aber eine Vermutung ist das, dass ich da nicht mehr antworte, was ich sehr lange gemacht habe. Und bitte verzeiht mir, ich weiß das zu schätzen, dass ihr das hier unterstützt und dass ihr also ich bin auch sehr dankbar für jedes Wort und jede Zeile unter meinen Videos und wirklich, das ist so das, jetzt ist so der Moment, ja, jetzt versuche ich die Worte zu finden und kann nicht mehr ich sein. Das ist so eine Anstrengung, Worte zu finden, nur weil YouTube funktioniert, wie YouTube funktioniert und auch dieser Algorithmus da, ne, also man ist echt, ich lasse das mal stehen. Oh Mann, alles dicht hier. Ich muss hier raus, das wird mir zu viel. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ich melde mich irgendwann wieder. Ansonsten der Kanal der Waldschrat oder der Kanal Lars-Christian, das ist mein ganzer Vorname, beziehungsweise eigentlich gibt es noch einen dritten, aber den lehne ich ab. Auch wenn der mich weiterhin verfolgt, ihr wisst ja warum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und weg.